Have you seen that girl? Have you seen her? She's the freakiest thing you gotta know. Gemeinsam mit Kelly und Lydia will Robert die freudige Nachricht sofort seinen Eltern überbringen. Aber der 20-Jährige scheint als einziger wahrhaftig glücklich über Kellys Schwangerschaft zu sein. Oh, was wollen die denn hier? Mama, jetzt sei mal nicht immer so. Wir möchten dir was sagen. Ja, mach voran. Du siehst ja, ich bin beschäftigt. Doch mal das Messer weg. Russen Papa? Was ist denn hier für ein Auflauf? Kelly ist schwanger. Ja, Helga. Jetzt ändert sich ja einiges, oder? Also die Freundin von deinem Sohn kannst du ja vielleicht rausschmeißen, aber deinen ungeborenen Enkel doch nicht. Und wie weit bist du schon? Das ist ja das Schöne. Sie ist in der 5. Woche. Es ist gleich bei unserem ersten Mal passiert. 5. Woche? Wow. Ich sehe schon, ihr habt so viel zu trinken. Was trinke ich denn davon? Darauf müssen wir anstoßen, wir werden Großeltern. Ja, komm, gib mir mal die Flasche Sekt zurück. Und hier werden die Korken nicht geknallt. Aber Mama, freust du dich denn gar nicht? Freuen? Worüber denn? Sag mal, spinnst du? Vor 2 Tagen haben die beiden die Kündigung bekommen und jetzt ist Kelly schwanger? Das stinkt doch gen Himmel. Sag mal, was behauptest du eigentlich, dass ich nicht schwanger bin oder was? Ja, die Show kannst du dir auch sparen. Hallo, sie hat einen Test gemacht. Soll ich den Test holen? Glaubst du mir dann? Ein Test, da kann doch jeder auf den Streifen pinkeln. Oder warst du dabei? Natürlich nicht. Aber ich werd Vater. Ich spür das. Du spürst das? Ich glaub es nicht. Selbst wenn Kelly schwanger ist, wer sagt denn, dass du der Vater bist? Das reicht. Wir gehen. Ich hab die Schnauze gestrichen voll. Und wenn ihr die Kündigung nicht zurückzieht, seid ihr für mich gestorben. Also, wenn Kelly schwanger ist, dann fress ich einen Besen. Ich hab von Anfang an gesagt, dass die Kleine meinen Sohn nur benutzt, um in der Wohnung zu bleiben. Aber nicht mit mir, mein Fräulein. Ich hab dich durchschaut. Helga Wölkner hat seit mehr als 5 Monaten 2 Mieterinnen am Hals, die zwar keinen Cent bezahlen, die sie aber partout nicht los wird. Ganz im Gegenteil. Lydia Banitzky und Tochter Kelly nehmen ihre beiden Männer, Gatte Georg und Sohn Robert, ganz für sich ein. Jetzt hat Kelly sogar behauptet, von Helgas Sohn Robert schwanger zu sein. Gemeinsam mit Bruder Uwe sucht die Vermieterin heimlich einen Gegenbeweis in der Wohnung der Banitzkys. Ich weiß ja, die sind weggefahren und Georg, der liegt in der Wanne, das dauert eh immer länger. Was suchst du denn da überhaupt, sag mal? Ach, ich suche einen Beweis. Weißt du, der Robby, der verstrickt sich immer mehr in seine Vaterschaft. Ich kann den überhaupt nicht irgendwie mal überzeugen, dass er vielleicht gar nicht der Vater ist. Und deshalb muss ich einen Beweis finden. Gucken wir hier mal. Ach du Mann, was ist das denn? Ach du meine Güte. Was ist das? Das ist der Mutterpass. Wie? Kellys Mutterpass? Glaubst du, der ist echt? Ja, das glaube ich schon. Guck mal, ist ihr Name drauf. Stempel, ja. Unterschrift. Und warum sollte sie eine Fälschung so gut in so einem Schrank verstecken? Ja. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe ja so darauf gehofft, dass Robert nicht der Vater ist und dass ich irgendein Beweisstück finde. Das ändert ja alles. Jetzt dachte ich, ich werde die Parasiten los, da finde ich den Mutterschaftspass. Ich weiß auch nicht, aber wenn Robert wirklich Vater wird, dann muss ich ihn unterstützen. Und Kelly notgedrungen auch. Es bleibt mir nichts anderes übrig. Willst du dir jetzt etwa nicht kündigen, oder was? Ja, du bist gut, Uwe. Was soll ich denn machen? Ich kann doch mein Enkelkind nicht auf die Straße setzen. Helga, du brauchst das Geld. Das weiß ich, aber diese Schwangerschaft, die verändert alles. Da müssen wir uns jetzt arrangieren. Dieses Arrangement mit den Banitzky-Frauen macht Helga allerdings nur ihrem einzigen Sohn und ihrem ungeborenen Enkel zuliebe. Ihre Anwältin soll zwischen den Wölkners und ihren säumigen Mietern vermitteln. 2 Tage später treffen sie sich daher alle in der Kanzlei von Helga Nachtigall. Kelly ist schwanger. Und das wäre meines Erachtens eine sehr gute Möglichkeit für einen tollen Neuanfang. Und zwar für eine richtig große Familie. Ich finde es super, so wie es jetzt gerade ist. Wir bleiben einfach in der Wohnung, bei zu dritt. Nur dumm, dass ihr uns ja gekündigt habt. Frau Banitzky, ich habe mit meinen Mandanten gesprochen. Die sind damit einverstanden und werden die Kündigung zurückziehen. Aber nicht ohne Bedingungen. Na, da bin ich ja mal gespannt. Frau Banitzky, Sie wissen schon, dass Sie in der Wohnung mietfrei wohnen und dass die Familie Wölkner die Miete natürlich dringend braucht. Wissen Sie eigentlich, wie viel Mietschulden Sie haben? Nein. Nicht. Das sind 3.000 Euro plus Nebenkosten und das ist eine erhebliche Summe, glaube ich. Sie müssten also arbeiten gehen oder sich einen Job suchen, um das Geld abzahlen zu können. Und ich würde Ihnen eine Ratenzahlung vorschlagen.
dass Sie natürlich neben der laufenden Miete diese Mietschulden in Raten abzahlen. Ich suche ja schon nach einem Job, aber das ist nicht so einfach, das dauert halt. Ja, und Kelly wird ja vielleicht auch Geld selbst verdienen wollen und um ihrem Kind was bieten zu können. Ich vermute das jetzt mal so. Was soll das denn heißen? Kelly kann doch nicht arbeiten in ihrem Zustand. Er ist doch erst in der 5. Woche. Erstens ist Kelly in der 6. Woche und zweitens habe ich versprochen, dass ich mich um sie kümmere. Kelly, ich will mir einen Job suchen. Ich will für uns sorgen, für dich und das Kleine. Ach Kelly, lass uns doch heiraten. Heiraten? Ja, ich denke schon die ganze Zeit darüber nach. Ich meine, wir lieben uns, wir haben das Kind. Sag doch was. Sag ja. Naja, ich meine, klar. Ja, ich glaube, dass ich... Robert, heiraten, sag mal, spinnst du? Du kannst also diese Frau doch nicht heiraten. Jetzt bitte mal alle wieder beruhigen und vielleicht kommen wir mal auf die Dinge zurück, die wir hier eigentlich besprechen wollten. Hm? Moment mal, warum kann ich Kelly nicht heiraten? Weil sie mich nicht liebt? Weil sie mich nur ausnutzt? Denk dir doch mal was Neues aus. Ach, Robert, ihr seid doch viel zu jung. Ihr kennt euch doch kaum. Wartet doch noch ein paar Jahre. Kelly ist die Frau meines Lebens. Nimm dir doch mal den Rat deiner Anwältin zu Herzen und mach einen Neuanfang. Wenn du nicht lernst, Kelly zu akzeptieren, dann siehst du mich nie wieder und deinen Enkel auch nicht. Aber Robby... Nix, Robby. Entweder du akzeptierst Kelly oder ich bin weg. Okay, ich werde es akzeptieren. Kelly akzeptieren? Niemals. Allein der Gedanke, dass diese Barbie-Puppe meine Schwiegertochter wird, undenkbar. Jetzt kommen wir erst noch mal auf unser Problem zurück, das wir eigentlich besprechen wollten. Ich habe vorgeschlagen, dass Frau Banitzky die rückständige Miete in Raten abzahlt. Frau Banitzky, was sagen Sie dazu? Ja, gut. Ich suche mir einen Job und... aber ich mein erstes Gehalt bekomme, das wird halt bestimmt nichts für nächsten Monat. Das ist klar, das wird eine Weile dauern, das ist klar. Ich würde diese Ratenzahlungsvereinbarung vorbereiten, schriftlich, und würde sie Ihnen zuschicken und dann sehen wir weiter. Wollen wir das erstmal so machen? Ja, ist okay. Ja? Gut. Das ist schon wirklich eine sehr verzwickte Situation. Aber alle Beteiligten müssen sich unbedingt bemühen, die Konflikte zu lösen. Denn ein Kind sollte keinesfalls zwischen den Fronten von zwei zerstrittenen Familien aufwachsen. Ich hoffe, dass sich Mama jetzt mal endlich richtig zusammenreißt. Wenn sie Kelly erstmal richtig kennenlernt, dann wird sie sie auch lieben, genauso wie ich sie liebe. Zwischen Familie Wölkner sowie Mutter und Tochter Banitzky herrscht eine trügerische Ruhe. Robert ist allerdings geradezu euphorisch. Der 20-Jährige freut sich so sehr auf das Baby, dass Kelly es bald nicht mehr erträgt. Hallo Mädchen. Ist doch auch voll süß, oder? Voll süß. Und daraus können wir ihm dann vorlesen. Oder ihr? Was hat der Arzt noch mal gesagt, wenn wir wissen, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird? Robby, keine Ahnung. Irgendwann halt. Und nerv mich jetzt nicht damit, ja? Ich hab doch nur gefragt. Ja. Robby, mach dir nichts draus. Das sind die Hormone. Da muss jeder werdende Vater durch. Hm? Geh doch schon mal zur Kasse und ich kümmere mich drum. Ich habe ja schon den ganzen Ratgebern gelesen, dass Frauen während der Schwangerschaft ein bisschen, naja, schwierig sind. Aber dass es so schlimm ist, hätte ich nicht gedacht. Ich kann es ihr einfach nicht recht machen. Kannst du dich ein bisschen mehr bemühen, Robert ein bisschen mehr den Kopf zu streicheln? Ja? Kriegen wir das hin? Du, ich tue seit Wochen nichts anderes, ja? Aber dieses Papagetue, es geht mir sowas von auf den Sack. Ja. Wenn ich es noch länger ertragen muss, dann kriege ich einen Schreikrampf, ja? Einfach keinen Bock mehr, hier seine Verliebte, schwangere Verlobte zu spielen, ja? Verstehst du? Ich kann das nicht mehr. Du hast dir das selber eingebrockt. Wie oft habe ich dir gesagt, du sollst aufpassen, ja? Und jetzt, wo dieser... keine Ahnung, Fehltritt hier in deinem Bauch ist. Jetzt musst du da durch und lächeln. Hey, Schatz, hast du alles? Können wir jetzt dann nach Hause? Ich kann ja verstehen, dass Kelly genervt von Robert ist. Aber sie muss sich echt mehr zusammenreißen. Sie muss verstehen, dass dieses Baby unsere Garantie für unser jetziges Leben ist. Doch Lydias jetziges Leben im schönen, mietfreien Blockhaus der Wölkners wird schneller vorbei sein, als die 41-Jährige ahnt. Nur 2 Tage später macht ihr Tochter Kelly nämlich einen ordentlichen Strich durch die Rechnung. Wir müssen weg. Auch einen schönen guten Morgen, mein Schatz. Was ich mein's ernst, schafft's nicht mehr. Stell dich jetzt nicht so an.
Das ist doch alles super hier. Wir haben eine tolle Wohnung, wir bezahlen keine Miete und selbst Helgas Rechtsanwältin kann uns zu nichts zwingen, dass wir irgendwie was bezahlen müssen. Alles super. Für dich vielleicht, ja? Du musst ja auch nicht jeden Morgen, wenn du aufwachst, in Roberts Zimmer Hackfresse schauen. Und dieses dumme Grinsen noch dazu, irgendwann kotze ich noch. Schatz, das ist Morgenübelkeit. Das hat jede Schwangere, das vergeht. Ich mein's ernst. Ich kann das nicht mehr bis zur Geburt. Und dann hat er mir auch noch einen Heiratsantrag gemacht. Konnte ja schlecht vor den ganzen Leuten Nein sagen, ja? Und dann kommt er mir gestern, ja, ich würde schon noch gern vor der Geburt heiraten. Hey, ich konnte gerade noch ins Bad abzischen, sonst hätte ich losgeschrien. Wir müssen alle Opfer bringen. So gut wie jetzt ging's uns noch nie. Robert würde alles für dich tun. Der kauft so schon alles. Guck doch mal, so ein tolles Spielzeug und Klamotten fürs Kind. Und selbst wenn wir mal einen Whirlpool haben wollen, dann würde der uns den auch kaufen, wenn wir ihm das irgendwie plausibel machen, dass es fürs Kind ist. Und Helga, die würde alles für ihren Enkel tun. Und das Ding können wir durchziehen, bis das Jörg volljährig ist, mindestens. Weißt du, was du vergisst, Mama? Das kann ja alles noch aufliegen, ja? Das kann schneller vorbei sein, wie du denkst. Das Risiko ist viel zu groß. Ich habe wirklich versucht, mich zusammenzureißen. Echt jetzt. Aber ich kann einfach nicht mehr. Und Mama und ich, wir haben schon so oft von vorne angefangen. Das kriegen wir auch wieder hin. Robert und Helga Wölkner haben absolut nichts von den stundenlangen Fluchtvorbereitungen der Mietprellerinnen mitbekommen. Die beiden wundern sich zunächst nur über den Tag der offenen Tür in ihrem Blockhaus nebenan. Merkwürdig. Wieso steht die Tür denn offen? Kelly? Lydia, ist alles okay bei euch? Oh mein Gott, wie sieht das denn hier aus? Ich werd nicht mehr. Kelly? Sind nicht da? Versuch die mal anzurufen. Ja, hier sieht's ja aus wie bei Hempels unterm Sofa. Ich werd verrückt. Ich kann die nicht erreichen. Was ist, wenn denen irgendwas passiert ist? Ach, da brauchst du dir mal gar keine Sorgen machen. Guck mal, was ich gefunden hab. Was ist das denn? Ein Zettel. Lies mal. Wir sind weg. Sucht uns nicht. Lydia und Kelly. Das kann einfach nicht sein. Kelly würde mich nie freiwillig verlassen. Ich meine, wir gehören zusammen. Kelly, der Krümel und ich. Da steckt irgendwas dahinter und ich werde herausfinden, was. Robert kann nicht glauben, dass seine schwangere Verlobte ihn aus freien Stücken verlassen hat. Auf seiner verzweifelten Suche nach einer Erklärung gerät zunächst seine Mutter unter Verdacht. Mama, was hast du gemacht? Ich was? Ich habe gar nichts gemacht. Hast du ihn irgendwie gedroht? Hast du sie irgendwie aus dem Haus getrieben? Ja, sag mal, spinnst du jetzt? Ehrlich gesagt, ich bin froh, dass die weg sind. Aber ich habe damit nichts zu tun. Robby, das könnte ich dir gar nicht antun. Erstens mal ist jetzt endlich alles geregelt. Wir haben die Chance, unsere Mietrückstände endlich zurückzubekommen. Und da soll ich die wegschicken? Kannst du da jetzt noch ans Geld denken? Robby, unser Konto ist im Minus. Lydia wollte nächste Woche endlich mal die erste Rate zahlen. Und du hast das Apartment gesehen, das können wir gar nicht so vermieten. Ich kann jetzt erstmal wieder die Anwältin anrufen und fragen, wie es mit dem Geld weitergeht. Die Anwältin? Vielleicht kann die uns auch helfen, Kelly und Lydia wiederzufinden. Lass das mal lieber. Warum das denn? Es wird schon seinen Grund haben, warum die beiden einfach weg sind. Robby, auch wenn du es nicht hören willst, Kelly hat dich verlassen. Freiwillig, also hat sie dich auch nicht geliebt. Vielleicht ist das Kind auch vom anderen, schon mal drüber nachgedacht. Sei froh, dass sie los bist, habt ihr sowieso nicht wirklich zusammengepasst. Woher willst du das denn wissen? Menschenkenntnis, Erfahrung, nenn's wie du willst. Ich gehe jetzt duschen. Robby, vielleicht hat dein Vater recht. Mir ist es eh schon immer sehr spanisch vorgekommen, dass Kelly ausgerechnet nach eurem ersten Mal sofort schwanger sein sollte. Aber so war's. Ich werde sie finden, egal was ich dafür tun muss. Helga hat sofort ihre Anwältin kontaktiert. Auf deren Rat hin sind von der Polizei zunächst die Spuren im verwüsteten Blockhaus gesichert worden. Doch nichts deutet auf ein Verbrechen hin. Die Frage ist jetzt, wohin sind die Banitzky-Frauen geflohen?
Letztendlich, klar, wäre es für uns auf jeden Fall sehr wichtig, dass wir wissen, wo die beiden stecken. Ne? Aber ob ich auch noch mal die Wohnung vermieten will, weiß ich nicht. Ich habe so schlechte Erfahrungen jetzt mit den beiden gemacht. Frau Wölkner, gehen Sie davon aus, dass nicht alle Menschen so sind, wie die Banitzkis waren? Das ist ganz klar. Es gibt also auch wirklich Mieter, die ihre Miete bezahlen. Sie sollten sie auf jeden Fall, da Sie ja nun schon gebranntes Kind sind, beim nächsten Mal einen Personalausweis zeigen lassen und auch die Schufa-Auskunft vielleicht einholen, einen Gehaltsnachweis oder sowas. Und ganz schnell kündigen, wenn Sie merken, die Miete kommt nicht. Das ist ganz wichtig. Ich weiß nicht. Mama, guck mal, was ich gefunden habe. Eine Handyrechnung? Was soll ich denn damit? Ne, guck doch mal auf die Nummern. Das sind ja Georgs Nummern. Weißt du, warum Papa ständig mit Kelly telefoniert hat? Nein, das kann ich dir nicht sagen, warum er ständig damit telefoniert hat. Also ich bin da jetzt auch... Ja, ich muss sofort eigentlich mal mit ihm sprechen. Nee, das ist keine gute Idee. Also jetzt sollten wir ihn einfach mal lassen und sollten ihn auch ein bisschen in Sicherheit wiegen. Halte ich für besser und wir sollten mal gucken, was er so macht. Es muss ja einen Grund geben, warum er ständig gegen die Kündigung war. Und der weiß garantiert viel mehr von diesen Mietnomaden, als wir glauben. Das denke ich mir langsam auch. Ja? Warum sollte Papa mehrmals täglich mit Kelly telefoniert haben? Ich habe die nie zusammen gesehen und die haben auch noch nie ein Wort miteinander gewechselt. Ich hoffe, dafür gibt es eine Erklärung. Und ich hoffe... Papa weiß, wo Kelly ist. Robert und seine Mutter lassen Georg fortan nicht mehr aus den Augen. Aber erst am dritten Tag ihrer privaten Beschattung verhält sich der Familienvater merkwürdig. Der 50-Jährige fährt zu einem Babygeschäft und nicht, wie angekündigt, zu einer Gaststätte. Den Laden kenne ich. Da war ich mit Kelly immer einkaufen. Tja, hier stellt sich ja eher die Frage, wo will er damit hin? Komm, beeil dich, sonst entwischt er uns. Einige Straßen weiter steuert Georg Wölkner zielsicher auf ein Mehrfamilienhaus zu. Seine Frau und sein Sohn sind ihm unbemerkt gefolgt. Sie wollen jetzt endlich die Wahrheit wissen. Ja, ich fasse es nicht. Der hatte die ganze Zeit Kontakt zu denen. Der wusste, wo die wohnen. Miss Kelly, wir haben sie gefunden. Ja, nun bleib hier. Warte, lass uns doch erst mal gucken, was sie da machen. Ich muss da jetzt rein. Lass mich durch. Ich dachte immer, Georg hätte eine Affäre mit Lydia. Aber dass er sich hinter meinem und Roberts Rücken mit Kelly vergnügt, das ist einfach zu viel. And so you know. Helga Wölkner hat soeben ihren Mann mit der schwangeren 28 Jahre jüngeren Kelly erwischt. Die hat ein halbes Jahr lang gemeinsam mit ihrer Mutter Lydia Banitzki als Mietnomadin den Wölkners das Leben schwer gemacht. Erst vor ein paar Tagen sind die beiden Hals über Kopf geflüchtet, ohne die ausstehende Miete von insgesamt fast 4.000 Euro zu bezahlen. Was willst du denn hier? Zu dir komme ich später. Hast du uns überhaupt gefunden? Ach, das ist doch uninteressant. Was machst du denn hier? Sag mal, spinnst du eigentlich, du Miststück? Helga! Alter Fremdgänger, weißt du was? Was sag ich dir nur? Helga, bleib hier. Du brauchst mit Helga. Mir gar nicht mehr reden. Bleib hier. Kelly, wir bekommen ein Kind. Was machst du mit meinem Vater? Hallo? Wir sind verlobt. Sag mal, willst du mir jetzt hier eine Szene machen oder was? Hast du irgendwie gedacht, zwischen uns, das wäre die große Liebe? Ganz ehrlich, ich werd erwachsen. Kannst du mir mal erklären, warum du mir das antust? Ey, Robby, komm, verzieh dich einfach. Geh nicht, bevor du mir die Wahrheit sagst. Sag mal, checkst du es nicht oder was? War doch voll billig bei euch. Ganz ehrlich, nachdem ich schwanger war, hat deine Mutter auch endlich ihre blöde Klappe gehalten. Es war doch ganz einfach, dich als Papi vorzustellen. Und ich meine, ihrem kleinen Liebling konnte Mutti ja noch nie irgendwas abschlagen, ja? Und Georg, der konnte den Drachen einfach allein nicht im Zaun halten. Das heißt, das Kind ist gar nicht von mir, sondern von meinem Vater? Schnellchecker, 100 Punkte. Du bist nicht das Letzte. Papa und Kelly. Ich hab alles für sie getan. Ich bin wahnsinnig geworden die letzten Tage vor Sorge. Und dann steigt ihr einfach mit meinem Vater ins Bett. Ich meine, ich habe Georg gewarnt, dass er vorsichtig sein soll. Hat uns extra eine Wohnung hier etwas außerhalb gemietet, damit wir nicht zufällig Robert oder Helga auf der Straße über den Weg laufen. Tja, jetzt ist raus, was soll's. Mama und ich sind gut im Neuanfang. Helga ist im Gegensatz zu den Banitzkis nicht darin geübt, neu anzufangen. Aber die 48-Jährige weiß, wann sie einen Schlussstrich ziehen muss. Georg versucht noch, seine Frau aufzuhalten. Helga, warte doch mal. Ist nicht so, wie es aussieht. Halt einfach deinen Babbel, ich will überhaupt nichts mehr hören.
Kelly hat mich verführt. Ich kann da nichts für, ich bin unschuldig. Verführt zum Blödsinn. Georg, ich bin dir gefolgt. Ich weiß ganz genau, was du getan hast. Du mieser Arsch. Robby, Kelly ist nicht so, wie es scheint. Ich hab dich gleich von Anfang an gewarnt. Helga, tut mir total leid. Ich bin doch auch nur ein Mann. Seitensprung kommen den besten Familien vor. Lass uns noch mal versuchen. Überhaupt Schätzchen. Nichts. Was ist das von Anfang an? Jetzt verstehe ich das erstmal. Das war nicht nur ein Seitensprung. Das war eine ganz bösartige Affäre. Und als du gesagt hast, dass Robert nicht der Vater sein kann, sondern dass das Kind von einem anderen Mann ist, das bist du gewesen. Deshalb auch dieses bekloppte Mobile. Kelly ist sich aber nicht sicher. Ich kann nicht glauben, dass ich fast meinen eigenen Bruder großgezogen hätte. Ich bin so schlecht. Weißt du was? Du bist für mich gestorben. Geh doch zu deiner Barbie-Puppe. Robert! Weißt was? Ich hab sowieso keinen Bock mehr auf dich, du mit deinem scheiß Spießerleben da. Mach doch, was du willst. Ich will Spaß haben. Ich brauch dich nicht mehr. Ciao, Bella! Eigentlich habe ich ja gehofft, das geht ewig so weiter. Helga für den Herd, Kelly fürs Bett. War eine geile Zeit. Oh gut, Sex ist eh besser als Essen. Dass Georg mir so weh tut und dann noch besonders unserem Sohn, dass ich weiß überhaupt nicht, wie es weitergehen soll. Aber eins weiß ich, mit dem Arsch bin ich fertig. Helga hat tatsächlich Nägel mit Köpfen gemacht. Sie lässt sich von Georg scheiden. Das Haus der Wölkners steht samt Blockhütte zum Verkauf. Und sie selbst hat sich zusammen mit Sohn Robert eine neue Wohnung gesucht. Heute, einen Monat nach dem Familiendrama, wollen Mutter und Sohn ihren Mietvertrag unterzeichnen. Können wir denn den Mietvertrag machen? Ja, aber Sie haben mir noch gar nicht meine Schufa-Auskunft und meine Gehaltsnachweise eingesehen. Ich habe alles mitgebracht. Ja, wenn Sie mich so fein anlächeln, dann ist es ja ganz logisch, dass man auch mal was vergisst. Ja, aber so ein charmantes Lächeln kann auch oft blenden. Sie hat da sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Naja, ich hoffe, Sie machen hier keine schlechte Erfahrung. Zur Vertragsunterzeichnung stößt auch Anwältin Helga Nachtigall hinzu. Sie hat Neues vom Scheidungsprozess zu berichten. Vielen Dank. Dankeschön. Da kommt ja schon Ihr erster Gast. Ja, danke. Nochmal alles Gute. Ja, tschüss. Ja. Hallo, Frau Wölkner. Herzlichen Glückwunsch zur neuen Wohnung. Vielen Dank. Guten Tag. So, und wie sieht's aus? Alles gut soweit? Ja, denken wir schon. Also, ich habe gerade im Gericht den Anwalt Ihres Mannes getroffen und der sagte mir, dass Ihr Mann noch nicht der Scheidung zustimmen wird. Also müssen wir noch ein bisschen warten. Aber jetzt leben Sie ja erstmal getrennt von Tisch und Bett. Ganz wichtig, das Trennungsjahr hat begonnen. Und spätestens in einem Jahr oder auch vielleicht erst in 3 Jahren, wenn er nach wie vor nicht zustimmen will, Ihr Mann, sind Sie dann tatsächlich geschieden. Ja, aber Sie wissen ja, ich kann es kaum erwarten. Und wenn der Tag kommt, werde ich die Korken knallen lassen. Das kann ich verstehen. Was mich jetzt wirklich wundert, warum er nun um die Ehe und um Sie kämpft, obwohl er sich in der letzten Zeit überhaupt nicht dafür interessiert hat. Ja, aber damals war er auch der größte Hecht im Teich. Mhm. Und nun ist der Mann auf dem Boden der Tatsachen gelandet. Mhm. Kelly hat ihn auch sitzen lassen. Ja, guck an. Das wird noch an seinem Ego kratzen. Das glaube ich. Ich hoffe aber nur, Frau Wölkner, dass Sie ihn nicht zurücknehmen. Das kann ich Ihnen flüstern, im Leben nicht. Auch 5 Monate später hat Helga ihrem Mann nicht verziehen. Nach einem Vaterschaftstest muss Georg nun Unterhalt für sein und Kelly Banitzkis Kind sowie für Helga und Robert zahlen. Mutter und Sohn haben zwar noch mit dem Erlebten zu kämpfen, aber die beiden finden sich in ihrem neuen Leben gut zurecht.